Hagelflug hätte. 24 Kilometer lang. Zum Hochgrat, mit 1834 Meter der höchste Gipfel dieser Kette, führt Sommer wie Winter eine Bergbahn hinauf. Die Gratwanderung vom Hochgrat über den Falken zum Hochhetterich und anschließenden Abstieg zurück zur Talstation ist eine tagesfüllende Bergtour. Die traumhafte Wegführung immer entlang des Grats mit spektakulären Blicken ins Alpenvorland sowie die Vorarlberger und Schweizer Bergwelt garantieren einen tollen Bergtag im Allgäu. Nagelfluh ist dort die vorherrschende Gesteinsart. Es handelt sich hierbei um ein Konglomerat aus betonartig verbackenem Kies. Der Abstieg erfolgt nordseitig über schroffiges Gelände, führt später aber auf gut begehbaren Wirtschaftswegen vorbei am Hubertushaus, der Kräuteralb Hörmoos und der Oberstiegalbe zurück zur Talstation der Hochgratbahn.